Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tittmanninger, Kirchheimer, Kaya und Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern. Heute stehen wir vor der Lourdes-Grotte, die im Eingangsbereich der Kaya-Kirche ist. Ganz unscheinbar. Manch ein Kirchenbesucher geht wahrscheinlich ganz unachtsam daran vorüber. Und doch, hier brennt fast immer irgendeine Kerze und die Leute, die mögen ihre Lourdes-Grotte. Der 11. Februar ist das Fest der Erscheinung der Gottesmutter, der ersten Erscheinung der Gottesmutter in Lourdes bei der 14-jährigen Bernadette. Dieses Mädchen hat einiges mitgemacht, weil man ihr überhaupt nicht geglaubt hat, dass ihr die Gottesmutter erschienen ist. Aber dann kam dieses Wunder mit der heilsamen Quelle, die plötzlich dort entsprungen ist, und es kamen immer mehr Leute, die dorthin zum Gebet gekommen sind, aber auch Kranke, die dort Heilung erfahren haben. Hier, die Lourdes-Grotte, ist ein Stück weit nachempfunden der Grotte in Lourdes. Ich bin selber mit dem Fahrrad einmal die 1800 Kilometer von Mühldorf bis Lourdes geradelt. Und es war für mich dort schon sehr beeindruckend, vor allem am Abend, wenn die große Sakramentsprozession war und Tausende von Kranke auf der Seite gestanden sind und den Segen Gottes erhofft haben. Und dann auch all der andere Pilgerbetrieb, der da dort ist. Und es ist für mich in diesem heiligen Bezirk auch ein Ort gewesen, wo man zur Ruhe kommt und zum Gebet. Zugleich dürfen wir daran denken, dass am 11. Februar Papst Benedikt zurückgetreten ist als Papst und dadurch den Weg freigemacht hat für einen Nachfolger. So dürfen wir auch für ihn heute in besonderer Weise beten. Der 11. Februar ist auch der Tag der Kranken, dass wir für ihn, für sie in besonderer Weise beten. So wollen wir diese Punkte mit hineinnehmen in unser allabendliches Gebet. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In Lourdes wird bei der Prozession immer auch das Lourdes-Lied gesungen. Und das möchte ich wenigstens, das hat so viele Strophen, die kann ich euch allen gar nicht vorsingen, aber ein Teil, ein, zwei wollen wir schon hören. Die Glocken verkünden mit fröhlichem Laut, dass Ave Maria so lieb und so traut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Der Engel geleitet mit sorgender Hand das Kind Bernadette an des Flusses Rand. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Und heute hören wir noch nicht auf mit dem Abendimpuls, nämlich heute ist auch unsinniger Donnerstag und da möchte ich euch zumindest noch ein Lächeln entreißen und euch meinen Lieblingswitz erzählen. Manchen habe ich ihn ja schon erzählt, aber ich möchte ihn einfach heute nur loswerden.
nämlich ein Ehepaar, beide schon 30 Jahre verheiratet, beide um die 60. Sie sitzen daheim auf der Couch und plötzlich steht eine Fee bei ihnen. Und die Fee sagt, ihr wart so lange jetzt miteinander verheiratet und ihr habt es gut gemacht und jetzt möchte ich jeden von euch beiden einen Wunsch erfüllen. Und die Frau, sie schaut ganz verlegen und sagt, ja, ich würde mir ja schon lange was wünschen, aber dafür reicht das Geld nicht. Ich hab in einer Auslage rote Schuhe gesehen, aus Leder, und die wünsche ich mir. Und die Fee macht, und die roten Schuhe stehen am Tisch. Die Frau ist überglücklich und jauchzt. Dann wendet sich die Fee an den Mann und sagt, hast du auch einen Wunsch? Du hast auch einen frei. Der Mann druckt rum und sagt, weißt Fee, diesen Wunsch kann man denn nicht unter vier Augen miteinander besprechen. Ich möchte das nicht unbedingt von meiner Frau sagen. Und sagt die Fee, ja, geh mal raus. Und sie gehen in den Garten. Und der Mann druckt immer noch rum und sagt, meine Fee, ich wünsche mir halt eine Frau, die 20 Jahre jünger ist als wie ich. Die Fee grinst und sagt, kein Problem, durch ihren Zauberstab schwenken und der Mann ist 80 Jahre. Das ist mein Lieblingswitz und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, pfiat euch Gott, bis morgen.